Jetzt geht's wieder weiter mit Ghost of Tsushima. Wir wollen heute den General töten, um das Gebiet aufzudecken. Und dann wollten wir noch das Gebiet aufdecken. Weil so viel haben wir nicht mehr. Hier ist ein Friedhof. Vielleicht gibt es hier eine Falle. Nein. Das werte ich als tot auf. Kämpfen wir! Aber wenigstens wir finden. Дэлнээс мултар чадахгүй асаг алуурсан ойр байна. Оцгой. Ой, өдөөг их ч хардаа. Би харахгүй. Доош тути. Доош. Wo kommen die her? Ямар ч удмаар алга. Зөв. Ah!
진하루! Gespräch mit den Khanen 10. Schon bald wird die mongolische Flotte zum Festland segeln. Kutkan weiß von den Samurais und den Oga-Clan, die zur Unterstützung von Fürst Shimura geschickt wurden. Aber er ist zuversichtlich, dass sich weder Stärke noch zahlreich genug sind, um seine Pläne durchzukreuzen. Für ihn ist Tsushimas nicht weiter als ein Ort, um Vorräte aufzustocken und seine Invasion von Festland vorzubereiten. Entsprechend richtet sich seine Aufmerksamkeit immer mehr auf japanisches Festland. Ich muss Ihnen weder die Auflistung zwischen dem kaiserlichen Hof von Kyoto und den Sitz des Shoguns noch die Macht deren, die ohne offiziellen Titel regieren, erklären. Tatsächlich zog er einen Vergleich zu seinen eigenen Leuten, bei denen sich Ost und West als Folge von Kulwalas Aufstieg zur Macht, den sie einen Bruder feindlich gesinnt ist, gespaltet haben. Ongoden, laut traditionelle mogonische Mythologie, glaubt man, dass alle Schamanen nach dem Tod zu wandernden Geister werden, den Ongoden. Es ist Brauch, innerhalb von 3 Jahren nach dem Tod eines Schamans eine gewisse Figur anzufertigen und entweder zu Hause, Haus Ogan, oder draußen an einem geschützten Ort, Feld Ogan, aufzustellen. Huh? Oh.
내가 이놈 할 수 있다. 제이홍사. 하루고 쟤 네게 멋있어, 에? 땡땡 야고 Was ist denn der andere?
Ich sollte zurück zu dem Lehrling. Aber zuerst wollte ich noch das Gebiet besser überdecken. Ja, was ich gedacht habe. Ein direkter Ort und hier auch noch was. Das ist ein Legendenerzähler. Ah ja, wir haben ja
Wir sind ja schon eine Legende. So, das war's. Kämpfen wir! Der Vogel sagt mir, dass hier noch was ist. Es wird kalt. Ich muss mich wärmen. Das wird später ein Spaß, wenn wir hochstratzen. Seid ihr frei? Ich hoffte, dass ihr kommt. Vorsicht da draußen. Das ist für euch, Fürst Sakai. So.
aufwärmt. Es wird kalt. Ich muss mich wärmen. Es wird kälter. Ich brauche Wärme. Bald. Ich brauche bald ein Feuer. Okay. Wie wollen wir das Gebiet? Geht. Leb wohl. Bitte, nehmt dieses kleine Geschenk. Wie wollen wir das Gebiet aufdecken, wenn wir erfrieren da oben? Die Frage. Überstärke. Langsam beeindruckend. Etwas scheitern. Letzte Abwehr. Ups, eigentlich wollte ich Herz machen. Beeindruckt. Der Tod ruft scharf und beißend. Da
das Ende in Sicht. Schönband der Stärke. Was für ein Tiger. Verborgener Wald. Der Bombus rührt sich in Gegenwart eines wahren Kriegers. Hier kann man nicht runter, oder? Nee. Wissen, was da hinten ist.
So. Und sonst ist hier nichts. Okay, wir gehen jetzt einmal um den Hafen rum und dann gehen wir die Quest ab. Ist er nicht mehr weit. Ich bin
Nein, 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 nein. Bitte. Was entzünden? Es wird kalt. Ich muss mich wärmen. So, sind wir hier. So, wir wollten die Quest beenden. Vielleicht ist hier die Rüstung was Wärmes. Ich verarbeite alle Arten von Rüstung. Trotz der Banditen und Piraten habe ich mich hier dank der Sache stets sicher gefühlt. Und jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Mein Herr, habt ihr die Rüstung gefunden? Der Feind wird die Arbeit eures Meisters nie tragen. Und die Mongolen haben für seinen Tod bezahlt. Das Wissen, dass seine Mörder niemandem mehr schaden, lindert den Schmerz. Ich wünschte nur, er würde mich ein letztes Mal lehren. Ihr könnt andere lehren. Ihr habt recht. Ich nehme einen Lehrling. Die Technik meines Meisters soll fortbestehen. Hier, lasst sie mich anpassen. Ich kann es nicht. Ich kann niemanden töten. Okay, ja. Aber sieht warm aus. Rüstung eines mongolischen Kommandant. Eine Rüstung, die speziell angefertigt wurde, um Kulikan selbst zu tragen zu werden. Viel Erholung der Gesundheit. Verringerte sämtlichen Schaden um ein Bedeutendes. Außerhalb vom Kampfen bist du getarnt, wodurch sich die Geschwindigkeit mit dem mongolischen dich entdecken erheblich verlangsamt. Was würde mein Onkel sagen, wenn er mich damit sehen würde? Hm. Maske und der Helm. Mongolischen Helm. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Kann man aber nicht. Wir sehen uns wieder. Oder nicht. Gehen wir noch kurz zum Musikanten. Und dann beenden wir den Part. Entzündet. So, dann bedanke ich mich, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, Support ist kein Wort. Donnerstag nur kommt runter lassen und morgen geht's weiter. So, bis morgen. Tschüss. You